Hi. Jetzt geht es um den Fantasy-Roman Kasadim von Julia Dippe. Er handelt von Amaya. Sie ist gerade 16 geworden und das zum 8. Mal. Warum sie und ihre 5 Geschwister so langsam altern, das wollen ihre Eltern ihm nicht verraten. Doch Amaya wird trotzdem antworten. Und diese erhofft sie sich von dem Gefangenen Noah, den ihre Eltern eines Tages mit in ihr Haus bringen. Doch bevor sie ihre lang ersehnten Antworten erhält, werden sie angegriffen. Und Noah bringt sie nach Kasadim, in das Reich der Toten. Dort eröffnet er ihnen, dass sie die 6 Kinder der Fürsten dieses Reiches sind und er sie deshalb an den Hof des Kaisers bringen soll. Auf dem Weg dorthin kommen Amaya und Noah sich näher, doch ihre Beziehung scheint keine Chance zu haben. Allein am Hof des Kaisers muss sie zwischen Gefahren und Intrigen herausfinden, wer ihr die Wahrheit sagt und wer sie vernichten will. Mir hat dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem der Schreibstil und der Humor von Julia Dippe. Und ja, diese Welt hat mich total fasziniert und es ist jedes Mal sehr, sehr spannend, zusammen mit Amaya diese Welt zu entdecken.